Grüße euch da draußen, ich bin's Jan. Ich bin's Steff. Und heute wieder Pack-War für euch und zwar den zweiten Teil. Und heute spielen wir gegeneinander, der Verlierer muss so eine Chili-Schote da essen. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wer gewinnt. Und dann viel Spaß beim Video. Okay Leute, dann sind wir jetzt beim Spiel. Ich fange an und greife an mit meinem Mittelfeldspieler von Werder Bremen. Dann verteidige ich hier mit meinem Mainzer Abwehrspieler. Ich habe Elia Top-Transfer 73. Und ich habe Noveski mit 70. Okay, 1-0. Dann bin ich nochmal dran und verteidige mit meinem Dortmunder Mittelfeldspieler. Dann greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler von Kräuter Fürth. Ich habe Ruki Moritz Leitner mit 60. Und ich habe Edgar Britt mit 57. Richtig Jawohl. Schwaches Duell. Dann greife ich an mit meinem Stuttgarter Angreifer. Dann verteidige ich mit meinem Stuttgarter Mittelfeldspieler. Ich habe Starspieler Martin Harnik, 79. Und ich habe Quist mit 75. Ja, 3-0. Dann verteidige ich mit meinem Augsburger Abwehrspieler. Dann greife ich an mit meinem Angriff von Schalke. Ich habe Sanko mit 65. Und ich habe Shinedu Obasi mit 71. Dann als nächstes verteidige ich mit meinem Wolfsburger Abwehrspieler. Dann greife ich an mit meinem Stuttgarter Angreifer. Ich habe Naldo mit 70. Und ich habe Ibisevic mit 81. Wieder mein Punkt. Dann greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler von Bayern München. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler von Mainz. Ich habe Toni Kroos 75. Und ich habe Junio Diaz mit 75. Ist unentschieden? Ja, unentschieden. Das heißt aber, ich darf nochmal. Und ich verteidige mit meinem Fürther Mittelfeldspieler. Dann greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler vom SC Freiburg. Ich habe Fürstner 72. Und ich habe Jonathan Schmidt mit 60. Das ist schon wieder mein Punkt, was ist denn das? Dann greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler von SC Freiburg. Dann verteidige ich mit meinem Mittelfeldspieler von Schalke. Ich habe Caligiuri 68. Und ich habe Roman Neustädter 75. Mein Punkt. Punkt. Dann verteidige ich mit meinem Abwehrspieler von Hoffenheim. Ja, dann greife ich an mit meinem Wolfsburger Angreifer. Ich habe hier Isaac Forza mit 72. Und ich habe Patrick Helmis mit 84. Oh, Helmis ist stark. Dann verteidige ich mit meinem Torhüter von Hannover 96. Dann greife ich an mit meinem Mittelfeldspieler von Gladbach. Ich habe Ron Robert Zieler 78. Und ich habe Patrick Herrmann mit 77. Hier. Ach du Scheiße. Macht eh keinen Unterschied mehr. Ja, hast sowieso gewonnen. Verteidigen mit meinem Leverkusener Abwehrspieler. Ja, muss ich angreifen mit meinem Nürnberger. Gonzalo Castro 70. Und ich habe Marcos Antonio mit 40. So, das war das Spiel. Ich habe leider verloren, muss jetzt die Bestrafung machen und viel Spaß. So Leute, wir sind jetzt hier bei der Bestrafung. Ich habe hier diese Schote, der Typ bei Rewe meinte, die sind scharf, deswegen habe ich ein bisschen Angst davor, die zu essen. Ich werde jetzt einfach hier so reinbeißen und jemand von euch hat in die Kommentare geschrieben, dass ich auf jeden Fall die Kerne mit essen soll, oder auf jeden Fall mit den Kernen, weil die besonders scharf sind, deswegen glaube ich, wenn ich so hier so die Hälfte habe, dass ich da Kerne dazu bekomme und Ich bin ein bisschen nervös. Ich mag eigentlich scharfes Essen, aber... Okay, soll ich machen? Mhm. Die sind auch so richtig rot. Sieht schon so scharf aus, oder? Ja, das sieht einfach schon so richtig gefährlich aus. Okay, und... Auf jeden Fall habe ich Kerne dabei. Das schmeckt so wie der Paprika, weil dann kommt die Schärfe.
direkt in den Hals. Ha. Trink Milch, wenn es nicht geht. Okay. Oh Mann. Runde geschluckt. Mein Mund brennt. Scheiße, ich muss auf. War noch so keine? Ja. Scheiße, jetzt wird immer stärker. Hier vorne an der Zunge. Zum Glück ist es im Hals nicht mehr so schlimm. Junge. Okay. Brennt auf der Zunge. Ich schwöre, hier war das ist das Schlimmste. Okay, Leute, das war's für das Video. Meine Zunge brennt immer noch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Unterstützt uns auf jeden Fall richtig krass. Und abonniert nicht vergessen, falls ihr neu seid. Morgen kommt dann nochmal ein Mail Day Monday. Ihr habt wieder einige Briefe uns geschickt. Und wir haben sogar einen von einer großen Firma bekommen. Und da kommt am Dienstag ein großes Opening. Und ja, das war's für heute. Wir sehen uns dann bald wieder hier bei Buddies United. Ciao.